Hübscher. Was sagst du? Was? Wollen wir zwei zusammensetzen? Bei dem Auftritt? Na ja, nur wenn du willst. Ja, ja. Candace, alles in Ordnung? Sind in dem Korb zufällig Pastinaken drin? Soweit ich weiß, ist da nichts anderes drin. Wir sehen uns. Natürlich mussten es blöde Pastinaken sein. Allergiemittel, wo steckst du? Aha, schnell, bevor meine Stimme auch allergisch reagiert. Nein! Hey, Jeremy, wollen wir bei der Show zusammensitzen? Nein, nein, Mindy darf sich nicht zu Jeremy setzen. Ich muss sie aufhalten, ich muss zu Mom. Ich kann mich so nicht blicken lassen. Also, wollen wir beide zusammensitzen? Entschuldige bitte. Kein Problem, Alter. Danke, aber ich habe schon Candace gefragt. Hey, Fab, ihr seid gleich dran. Wo ist Perry? Ah, da bist du ja. Und jetzt, um meinen Trick zu vollenden, zaubere ich meinen Daumen wieder zurück. Fühl den Rhythmus, fühl den Reim. Du bist zwar klein, doch gleich wieder fein. Applaus für Baljeet und seinen mystischen Daumen. Aber nun, haltet euch fest, während Perry, das grandiose Schnabeltier, mit Ferbs Hilfe versucht, durch diesen Ring in dieses seichte Becken zu springen. Oh. Ja! Jeremy, Jeremy, Jeremy! Der Süße hält mir einen Platz frei. Ich präsentiere Ihnen die fliegende Papiertüte! Tada! Jungs, loslassen, hört auf! Der Kerl klaut mir meinen Auftritt. Er muss leichter sein, als wir ursprünglich dachten. Nein, nein, das ist Bufords großer Auftritt. Hey, seht her, Leute, hier bin ich. Sekunde, wie ist er nur da runtergekommen? Vielleicht kann unser Buford wirklich fliegen.